Alles befreit haben hier aus dem Foam, machen wir dasselbe wieder wie bei dem Simple Wing. Das heißt, wir drehen das Ganze hier um und leinen erstmal kurz die beiden Hälften hier, damit wir ein bisschen Sicherheit haben. So, und mit einem längeren Tape auch nochmal über die komplette Hälfte hier drüber. Das wird dann hinten umgeschlagen. So. Haben wir schon den ersten Teil. So, ziehen wir ab. So, das sieht man hier schon ganz schön. In der Mitte ist für den Dahedral schon so ein bisschen der Spare. Und was wir jetzt machen ist, wir gluen sozusagen ja, ungefähr hier bis hierhin ungefähr einen halben Zentimeter hier drüber, einen Zentimeter hier oben, weil da kommt dann sozusagen hier in der Mitte dann der Dahedral rein. Und das machen wir jetzt erstmal. Das heißt, ich füge jetzt hier schon mal ein bisschen Glue ein. Einmal hier. Und hier oben ein Stück. Zack, das reicht vollkommen aus. Legen wir das flach hin. Ziehen das ist ab, was uns hier stört. Sehr schön. Und wenn das getrocknet ist, klappen wir das gleich um. So, das ist jetzt hoffentlich schon genug getrocknet. Ja, das sieht ganz gut aus. Jetzt klappe ich hier einfach die beiden Tape-Reste um. Einmal hier und einmal hier oben. Dann hält das schon schön. Und wie bei dem anderen Wing auch, machen wir jetzt den ersten Bevel-Cut. Das heißt, ich breche jetzt sozusagen hier an dieser Kante wieder sozusagen auf. Ich werde hier nochmal kurz an der Stelle hier das ein bisschen öffnen, weil das durch den Glue natürlich hier ein bisschen verklebt ist. Aber das sollte reichen. Und jetzt nehme ich wieder die Kante hier, Tischkante, und breche das leicht auf. Und schon haben wir hier unsere Kante. Sehr schön. Und wie auch bei dem anderen Wing, kommen wir jetzt wieder zum Double Bevel Cut. Also schön ansetzen, 45 Grad Winkel und schön einmal von hinten oder von vorne nach hinten durchziehen. Und ich lege mal einfach los hier, ganz ruhig und relaxed. Wie gesagt, wenn irgendwas schief geht, kein Problem, nochmal neu ansetzen. Oder falls ihr sogar durchschneidet, einfach mit Tesafilm wieder zukleben. Jetzt habt ihr hier einen kleinen Punkt, genau, das war da, wo wir die Wing-Hälften gerade zusammengeklebt haben, aber einfach ruhig weiterziehen, entspannt weiterziehen. Und fertig, jetzt schon die erste Hälfte. Sieht schon sehr schön aus. Und jetzt gehen wir auf die andere Seite. Ich merke schon, dass meine Stimme langsam nachlässt. Aber ich muss ja mich auch hier jetzt konzentrieren. Und nicht zu viel reden. So. Jetzt sitzen wir wieder an der Mittelstelle. Stoppen. Perfekt. Und weiterziehen. Wunderschön. Zack, und das war die zweite Hälfte. Und jetzt machen wir das genau wie bei dem anderen auch. Kurz mal testen. Einfach hier mal schon mal schön langsam, behutsam, nicht in einer Bewegung. Einfach ein bisschen Zeit geben dem Ganzen. Langsam umklappen. So, langsam umklappen. So, dann hat es schon mal ein bisschen Form hier. Sehr schön. Und damit wäre auch der Schritt abgeschlossen. Und das nächste, was wir machen, ist die Spars anzubringen. Perfekt.